Sagen Sie mir, fehlt ja das R. Kann das sein, dass hier mal R stand? Ja, ja, da stand mal R. Restaurant. Das haben doch Sie abgemacht. Ich? Wo komme ich denn dazu? Das erste Mal, dass ich sowas mache. Also dann, noch nie so eine Kontaktanzeige, noch nie. Sie? Ja, nee, also ich habe schon ein, zwei Blind Dates gemacht. Das ist relativ lange her. Seitdem auch nicht mehr. Also ich habe da einfach Schwierigkeiten. Ich bin so der schüchterne Typ, aber das wenn ich sie so sehe, also sie sind wirklich, also sie sind bezaubernd, wenn ich das so da habe. Aber ich bin so auch angenehm überrascht. Das kann ich Ihnen sagen. Man hat ja auch oft Typen, die wissen gar nicht, wenn ich vom Theater erzähle oder von einem Museum oder was auch immer, die wissen gar nicht, wovon ich spreche. Das kann ich mir vorstellen. Was sind Ihre Hobbys so? Ist das Theater, Museum? Sind Sie sehr, sehr kulturell interessierter Menschen? Ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Ich habe gerade im Hotel habe ich mir ein paar Pornos angeguckt. Das klingt so ein bisschen geil. Nee, das ist ja. Ey, nach Pornos habe ich immer solchen Bock zu vögeln. Also wirklich. Das geht mir schon mitten im Porno so, ehrlich gesagt. Wie sieht's denn aus? Sie sagen gerade, Sie sind im Hotel hier. Vielleicht ich bin im Hotel. Können wir nicht zu Ihnen gehen, schauen? Einfach ein paar Pornos oder so? Ja, gerne. Ich habe auch noch eine Digitalkamera dabei. Können wir uns mal filmen vielleicht? Sie selber so. Filmen? Sie mich ganz ja, na klar. Ich bin werdender Vater. Ich muss jede Menge einkaufen. Meine Frau kriegt ihr erstes Kind. Ist unser Wunschkind. Ja, schön. Das hat ganz schön lange gedauert so. Aber dann hat es geklappt und haben wir uns. Herzlichen Glückwunsch. Ja, haben wir uns wahnsinnig gefreut. Junge. Auch noch ein Junge. Das ist so toll. Das ist, ich bin im siebten Himmel. Meine Frau auch. Das ist toll. Das ist, ach, da bist du ja. Hallo, Schatz. Hallo. So, wollen wir mal? Wollen wir mal? Ja, nimm die Tüten, du Schlampe. Hallo, ich bin der Pascal 222 aus dem Internetchat. Seid ihr die beiden geilen Stuten, die es mit mir aufnehmen wollen? Nein? Schade.